Grüß euch, DO1 HFS von Funkfieber hier. Und ich hab schon wieder da. Das dritte Video. Oh, das ist jetzt ja gut. Das dritte Video zu taktischen Faltantennen. Ja, jetzt hoffen wir, dass das letzte war oder ist. Zu taktischen Faltantennen. Ich habe ja nochmal eine lange Version und eine kurze Version. Das sind von der Firma Communica Power, gekauft bei einem bekannten Händler mit 4 Buchstaben. Da haben wir gedacht, weil es gesagt hat, oh, testen wir noch die Antenne. Und bei der Firma kriegt man ja nur vernünftige Sachen. Naja, da bin ich jetzt geteilter Meinung. Anderer Meinung. Aber wir schauen uns jetzt die 2 Antennen an. Und dann mache ich noch ein abschließendes Fazit, weil das ist jetzt die 3. Folge zu diesen Antennen. Und dann glaube ich, habe ich aber alles durch. Zu diesen taktischen Faltantennen. Und ja, dann schauen wir uns die Messergebnisse an zu diesen Antennen. Und das sind ja gleichzeitig die teuersten Antennen mit 30 und 40 Euro. Und dann gibt es von mir noch ein abschließendes Fazit zu diesen Antennen. Ja, Teil 3 wird etwas kürzer ausfallen als die anderen beiden Teile. Ich habe keine CB-Funkantenne von diesem Hersteller. Es gibt nur die 2,70 Meter Varianten und nur einmal in 41 cm Länge. Stimmt das, was ich da sage? Genau, 41 cm Länge. Und in 94 cm Länge. Und jetzt sage ich euch die Daten zu den 41 cm Variante. Gibt es nur mit SMA Male und Female. Sind tatsächlich von der Haptik her nochmal um ein Stück besser als die Avery Antennen. Sind aber auch um ein Stück schwerer, was ich wieder für SMA wieder etwas kritisch sehe, bei der 41 cm Variante nicht, aber bei der 94 cm Variante. Sehr kritisch vom Gewicht her. Da finde ich die 81 cm Variante, die 108 cm Variante von Avery wieder besser. Aber ich blende euch dann die Gewichte ein von der 94 und der 1,8 Meter Variante von Avery ein. Dann könnt ihr es selber entscheiden. Wobei das sie eigentlich sparen kann. Aber egal. Jetzt kommen wir mal zu die Werte. Also, sie schaut so aus: Communica. Die Communica-Antenne SAAT. Also, sie heißt Power TA, also PWR TA 42 für die 42 cm Version oder 41 cm von Communica Power. Das ist so der Einspeisepunkt. Ich zeige euch den jetzt mal von einer Avery-Antenne. Pass auf. Wenn es aufgeht. Diese Avery-Klötze sind halt übel. Also, jetzt einmal im Vergleich. Der Avery. So, Avery-Einspeiser. Und jetzt der von Communica. Legen wir es einmal nebeneinander. Ja. Das ist halt Metall. Das ist halt Kunststoff bei der Avery. Das ist metallisch. Sie ist schmäler. Das Ganze, aber auch natürlich kürzer, die ist ja 48 cm, die andere, die Avery. Die Avery ist auch leichter, weil halt das ein Metallgehäuse ist und hier Kunststoff. Aber das da herum, das macht es gerade nicht fett, der Knickteil. Also vom Gefühl her, aber ich blende euch dann, ich wiege die Dinger noch und blende euch unten ein, was da der Unterschied ist zwischen den zwei. So viel zur Optik. Einmal und zur Haptik. Also die Haptik ist wirklich toll, muss ich sagen, von den Geräten. Aber jetzt kommen wir zu den Messwerten und die finde ich alles andere als toll. Also ich habe schon gesagt, die 41 Meter Variante, 41 cm Variante, sind beide 10 Watt belastbar, laut Communica. Und jetzt kommen wir zu den Messwerten. Ex-Liste werden natürlich wieder aktualisiert und hier der Link wieder reingestellt, damit ihr das alles schön im Überblick habt. Das ist jetzt doch mittlerweile eine ganz schöne
eine ganz schöne Spur, eine ganz schöne Menge an Antennen, die ich hier getestet habe. Im 2 Meter Amateurfunkband hat die 41 cm Variante ein SWR von 2,3, 70 cm 1,6, PMR 2,3, Freenet 2,3 und 2 Meter BOS 4,8. Was mich interessiert. Ich habe es einfach mitgemessen, damit das halt wieder alles vollständig ist. Aber Fußpunktwiderstand bei dieser Antenne liegt im Amateurfunkband 2,70 cm bei 33 und 35 Ohm. Nix gut. Also das gefällt mir gar nicht. Das gefällt ganz und gar nicht. Zumal es jetzt hier von den Werten her, von den SWR hier nur für 70 cm Band zu benutzen oder zu brauchbar wäre. Also das wird ein absolut gar nicht. Und ja, was soll ich jetzt noch mehr dazu sagen? Also die 41 cm Variante ist schon mal schlechter als wir die 48 cm von Abry. Die 48 cm von Abry haben einen Wert von 1,1 und 1,9 gehabt im Amateurfunkbereich und einen Fußpunktwiderstand von 46 und 41 Ohm. Also ist die schon mal schlechter als die Abry, die 7 cm länger ist. Also die Abry ist hier schon besser als die Communica. Kostet aber mehr. 30 Euro beim Hersteller mit 4 Buchstaben, also beim Händler mit 4 Buchstaben. Und die Abry, der Kinemann, besser. Schauen wir uns die große Antenne an. Müsst ihr ausschauen. Ja, die 94 cm Variante von der Communica heißt PWR TA94 für 94 cm. Gleiche Verarbeitung, schaut komplett identisch aus, auch wieder genauso schmal, auch wieder sehr wertig, muss ich sagen, knicken lässt sie sich genauso leicht wie alle anderen, auch wie die Abry. Und hier jetzt einmal das Pendant hierzu, nehme ich jetzt die 1,8 Meter Variante her, ist auch wieder, ja, natürlich ein gewisser Längenunterschied. Ja, die Abry schaut schon ein bisschen mitgenommen aus, ich nutze doch relativ viel, ist fix an einem Bauaufhängen dort. Hauptsache steht jetzt dabei für den Portabelbetrieb, weil sie doch ganz gut performt. Und jetzt schauen wir mal die Werte. Also, ja, die wirkt auch, jetzt muss ich gerade schon oberschrauben, damit ich es ungefähr jetzt einmal von der Haptik her habe. Ja, gewichtstechnisch dürfen die zwar jetzt ungefähr gleich sein. Aber ich wiege sie euch und blende hier unten dann die Ergebnisse. So, schauen wir mal. Messergebnisse sind interessanter, gell? Auch wieder 10 Watt die Antenne. Wir haben 93,5, also 94 cm. Dann haben wir für das 2 Meter Band ein SWR von 1. 70 cm Band, Amateurfunkband. Also 2 Meter Amateurfunkband, SWR 1 bis 1,02, 1,05. 70 cm Amateurfunkband, ein SWR von 4. PMR, SWR von 5. Freenet, SWR von 2,2. Das ist sehr schmal eigentlich im 2 Meter Band. Und 2 Meter BOS, SWR von 9. Na gut, nehmen wir es eh nicht her, aber. Egal, ich habe es, wie gesagt, mitgemessen. Und ein Fußpunktwiderstand beim 2 Meter Amateurfunkband hat es von 63 Ohm. Okay. Ja, doch, okay. Okay, kann man lassen. Sie ist im 2 Meter Band sogar tatsächlich ein bisschen zu lang von der Messung her. Könnte man jetzt vielleicht noch eventuell etwas kürzen. Aber ich bringe den Pinökel schon gar nicht runter, dass man sagt, man schneidet sie ab. 70 cm ist egal, die ist einfach durchgehend schlecht mit einem SWR, Fußpunktwiderstand von 13 Ohm. Also die geht so gar nicht einmal auf 70 cm. Deswegen sind die hier nur orange gekennzeichnet, weil die 94 cm Variante ist entgegen. Jetzt zeige ich euch nur die Verpackungen. Die Verpackungen. Jetzt zeige ich euch die Verpackungen. Die Verpackungen lassen auf ein sehr hochqualitatives Produkt schließen. Also mit Karton innen drinnen verstärkt, das ist auch der Klett wieder drin.
Sagt ihr das? Das ist die Aufmache. Komplett, also die 94 wird in kompletter Länge natürlich, also ungefalten verschickt. Die Avery sind ja gefalten verschickt worden. Und das ist die für die 41 cm Variante. Was haben wir jetzt hier für Daten überhaupt drauf? Die vom Hersteller. Ihr könnt es eh lesen. Aber das ist irre. Also die sagt für 144 und 430 MHz. Naja, ich kann sie messen in dem Bereich. 3 dB Gewinn im 2 Meter Band. 5,5 dB Gewinn im 70 cm Band. Wahnsinn. Und da steht wieder, da steht jetzt wieder 20 Watt belastbar. Was steht denn da? Ah, da steht 10 Watt. Also die Größe ist dann doch, muss ich mal korrigieren, laut Hersteller 20 Watt belastbar. Laut dieser Hülle, hoppala, laut dem Händler mit vier Buchstaben, beides nur 10 Watt. Aber ich korrigiere mich jetzt, ich werde es auch in der Liste korrigieren, hier steht 20 Watt. 50 Ohm und alles weniger, es wäre weniger als 1,5. Ja, das trifft bei hier beim 2 Meter Band zu, aber nicht beim 70 cm Band. Und da steht das Gewicht 125 Gramm. Kann man das lesen? 125 Gramm. Aber das wiege ich noch, wie gesagt, ich habe es euch eh. Ich wiege es nur noch. Ja. Jetzt schauen wir uns nur die Daten hierzu an. Die 41 cm Variante, ich zeige es euch hier mal kurz. 144 und 430 MHz, also angeblich auch für beide Bänder. Und im 70 cm Band hat es einen Gewinn von 2,15 dBi. 10 Watt belastbar, 70 Gramm SMA Female. Ja, bei der kurzen ist es 2 Meter Band der Wunschdenken. Und bei der großen das 70 cm Band Wunschdenken, vor allem 5 dB Gewinn. Sorry, aber da muss ich echt ganz, ganz, ganz herzhaft lachen. Ja, wie gesagt, Excel-Liste wieder unten und jetzt kommen wir nur zu meinem Fazit. Ja, mein Fazit zu den taktischen Antennen. Es gibt viel Mist auf dem Markt, war ja zu erwarten. Wie es bei vielen diesen Handfunk, also es ist ja jetzt nicht nur bei diesen taktischen Antennen so, also es ist grundsätzlich bei UKW-Antennen für Handfunkgeräte ist halt einfach voll Mist auf dem Markt. Vor allem auf Amazon, wie wir gesehen haben, kann man hier sehr schnell daneben reifen. Außer bei den Retevis Gummiwurst-Antennen, habe halt keine dabei. Entschuldigung, habe halt keine dabei, also diese. Findet es eher auf der Internetseite von mir. Diese Gummiwurst-Antennen, die habe ich ja standardmäßig überall auf jedem Handfunkgerät drauf. Für den Einsatz jetzt SOTA, Parks on the Air und so, würde ich tatsächlich alles andere über den Haufen schmeißen. Und die besten Antennen eigentlich, die wo in meinem ganzen Test mich am meisten überzeugt haben und am besten von der Qualität waren die, schmeißen wir schnell weg da, diese Dry-Avery Antennen. Die 48 cm Variante, die 1,8 Meter Variante für UKW und absolut, also der absolute Vogel hat die Antenne, die 1,8 Meter CB Antenne von Avery abgeschossen. Also ich blende es euch wieder ein. Ich habe wieder ein QSO 15 Meter gemacht in die Ukraine mit 5 Watt mit dem X6100, damit ihr es mit dem auch noch gesehen habt. Delta Oscar 1 Hotel Foxtrot Sierra QRP Station. Delta Oscar 1 Hotel Foxtrot Sierra QRP Station. Delta Oscar 1 Alpha Foxtrot Sierra QRP. Send for the call 5x252, unfortunately. Ja, QSL, my call sign. My call sign is Delta Oscar 1 Hotel Foxtrot Sierra, Hotel Foxtrot Sierra. Sorry, Delta Oscar 1
QSL, thanks for the QSO 73 and goodbye. Mit der CB-Antenne auf dem X6100. Ha, funktioniert genauso. Oh, ich liebe diese CB-Antenne von Avery. Ich konnte es euch gar nicht sagen. Ich finde die so scharf. Die Antenne ist sowas von cool. Und die bleibt bei mir. Und die ist fix eigentlich beim X5105 mittlerweile drauf. Weil bei dem habe ich eigentlich immer die Elecroft AX1 drauf. Aber es funktioniert mit dem X6100 genauso. 15 Meter war das jetzt, ein Ukrainer auf 21.305. Wir machen jetzt einen Screenshot von der Uhrzeit. Und ja, also wie gesagt, also die Avery CW-Antenne ist der absolute Hammer. War ein bisschen ein Kampf, schlechte Bedingungen. Ich stehe auch mitten in einem Nadelwald. Aber ich bin trotzdem rausgekommen mit der Antenne in die Ukraine. Und das ist tatsächlich die coolste Antenne überhaupt. Also die führt das Guide. Eine 10, 11 und 15 Meter Kurzwellenantenne. Natürlich brauche ich einen Tuner, natürlich habe ich Verluste, aber what? Mir doch egal. Es funktioniert. Die Antenne ist der Wahnsinn. Also einfacher. Also das im Berg mitnehmen und auf 10 Meter, 15 Meter QV sein mit den Xegus. Das hat schon was und das ist schon cool, muss ich sagen. Also das ist ziemlich geil. Also die Avery-Antennen haben tatsächlich meine Sieger in Sachen Preis-Leistung. Natürlich leiert dieser hier natürlich auch irgendwann einmal aus. Man muss halt dann richtig drauf da. Aber für das Geld, die Communica, diese Communica-Teile für 40 und über 30, also für 30 und 40 Euro, nö, absolute Grütze. Also die gefallen mir überhaupt nicht. Vielleicht nimmt es der Händler, der bekannte Händler mit vier Buchstaben raus aus dem Shop, weil die sind ja Geld absolut nicht wert. Also wirklich nicht. Also die werden auch wieder zurückgehen, weil was soll ich damit? Die eine geht nur auf 2 Meter, die eine ja nur auf 70 cm. Bei die Avery kann ich auch die schlechten einigermaßen hernehmen auf die anderen Bänder, aber da geht halt gar nichts. Und da habe ich drei, von Avery habe ich drei. Von 5 Antennen, die super sind, 2 gingen so olala. Und da habe ich jetzt 2 Antennen, die teuer sind. Und die gehen gar nicht. Also jeweils nur auf einem Band. Also, what the hell. Genau. Die Trilogie ist zu Ende. Ich hoffe, das war jetzt das letzte taktische Antennenvideo. Ja, jetzt habe ich glaube ich alles getestet, was man so auf dem Markt finden kann in diesem Sektor. Die Firma Comrod hat sich nicht bei mir gemeldet bis dato, macht aber nichts, wird eh unbezahlbar sein. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, es war für euch wieder informativ. Vor allem mein abschließendes Fazit zu diesen taktischen Antennen, also wenn ihr Bock auf so Antennen habt, Avery. Links sind eh in der Excel-Liste, bei den Avery-Antennen habe ich euch auch Links dazu getan. Statt AliExpress ist drunter der Amazon-Link. Dass ihr direkt in Amazon bestellen könnt, ist vielleicht auch für Reklamationen etwas einfacher für euch, als wie bei AliExpress, da bei vielen AliExpress nicht funktioniert. Habe aber eigentlich nur die Links zu AliExpress, zu Amazon reingetan, zu Antennen, zu den guten Antennen. Und die auch gekriegt habe, weil... Nein, ich habe sogar alle bekommen. Genau. Das war's aber jetzt. Absolut. Wie gesagt, Download wieder aktualisiert mit den beiden Communica-Antennen. Und da war DO1HFS. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Macht es gut und wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht es gut. Na, geht das eigentlich anders, oder? Aha, guckst du hier? Schaut doch gleich verbessert aus. Einmal. Bestimmt nicht alles. Na? Hat er was falsch gemacht? Nö. Jetzt beißt, dann beißt. Das lasse ich gleich so.
der CB-Version. So. Bis jetzt. Andersrum. Und der Xigo.